Es sind brutale Bilder, die uns aus Ostafrika erreichen. Staub und Sand, ausgemergelte Körper, nirgends grün. Die Dürrekatastrophe am Horn von Afrika gilt als die schlimmste seit 60 Jahren. Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht. Am schlimmsten ist es in Somalia. Dort sind rund 53% der Bevölkerung von der Hungerkatastrophe betroffen. Rund 450.000 Kinder sind unterernährt und täglich werden es mehr. Die Situation für die Kinder in Somalia ist sehr schlecht, sehr schrecklich. Bei einer Hungersnot, einem Krieg oder einer Naturkatastrophe trifft es immer zuerst die Kinder. Die Krise in Somalia dauert nun schon etwa 20 Jahre an. Kinder sind die Ersten, die von der Krise betroffen sind. Ich kann sagen, dass die somalischen Kinder so ihre ganze Kindheit verlieren. Ausgelöst wurde die Hungerkatastrophe durch den jahrzehntelangen Bürgerkrieg und die lang anhaltende Dürre. Trotzdem sind die SOS-Kinderdörfer seit 25 Jahren mitten in Somalia. Im Flüchtlingscamp Bad Bado hat SOS eine Feldklinik eingerichtet. Derzeit helfen 250 einheimische SOS-Mitarbeiter den Hilfesuchenden. 250 Patienten werden täglich versorgt. 100 davon sind Kinder. Sie leiden an Malaria, Masern und Durchfall. So wie der 7-jährige Joseph, den sein Vater zu Fuß über 60 Kilometer weit hierher getragen hat. Sonst hätte er nicht überlebt. Der Kleine hatte Glück. Dank SOS konnte ihm geholfen werden. Den Kindern mit Durchfall können wir die entsprechenden Medikamente geben. Und ein anderes, das nicht so stark unterernährt war, konnten wir so behandeln, dass es nicht hierbleiben musste. Kinder, die ganz stark unterernährt sind, behalten wir hier. Wir geben ihnen die passende Nahrung und versorgen sie medizinisch. Was wir noch tun, ist, dass wir für die Sicherheit der Familie garantieren. Wir sorgen für sie, indem wir ihnen Nahrungsmittelgutscheine geben, mit denen die Familie Essen aus Läden bekommt. SOS hat sowohl in Bad Bado als auch in Baidoa eine Feldklinik eingerichtet. Doch trotzdem reichen die Kapazitäten immer noch nicht aus, um alle Hilfesuchenden zu versorgen. Noch immer kommen hier Leute an. In einem Camp für 5000 Familien haben wir jetzt 8000 Familien. Und obwohl von SOS-Kinderdörfern weltweit in den Kliniken rund 1000 Menschen täglich versorgt werden, ist es ein Wettlauf mit der Zeit. Bald beginnt die Regenzeit. Und dann droht den Menschen hier zusätzlich noch der Ausbruch von Cholera, Malaria und Masernepidemien.